Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet, aber wir wollen ja hier weitermachen. Und genau, wir ziehen jetzt heute mal durch, dass wir hinten den Kipper soweit jetzt mal auf die Straße bekommen. Unten ist relativ fertig, es fehlt noch Beleuchtung, Deko, so ein Zeug. Und jetzt kommt die Kippmechanik noch rein. Und ich will vor allem auch hier endlich diese Mechanik fertig machen von der Heckklappe, damit das oben auch mal lackiert werden kann. Genau. So, wir nehmen das Ganze runter. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen rum zu experimentieren. Ich habe zwar die Kamera eigentlich laufen lassen, war aber nicht so. Genau. Ihr seht, ich habe hier hinten einmal eine Kette eingebaut. Die ist einfach oben hier festgeschraubt. Und hier hinten habe ich das Gegenstück, das heißt, hier hinten ist der Endabschalter drin und der hat hier einen kleinen Karabiner und dann löst der hier nachher aus. Werdet ihr nachher nochmal genau sehen, wenn die Kipper-Ding wieder drauf ist, und der zieht hier im Endeffekt nach hinten und löst dann nach oben hin aus. So habe ich kein Platzproblem. So, das hier ist der Dummy, der kann weg. Und hier hatte ich schon mal vorgebohrt die Löcher und habe hier einfach die Dübel reingeklebt, dass hier das schon mal so weit drin ist. Das war ja schon beim letzten Mal am Ende drin, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und dann habe ich hier die Stange, Motorhalter mit Motor und den anderen Endabschalter und ein bisschen Zeug habe ich schon mal vorbereitet, damit wir das jetzt mal einbauen können. Das heißt, jetzt kommt erstmal die Kippmechanik rein, wir bauen den Endabschalter rein und schließen das mal so weit hin dran, damit wir sehen, ob das soweit auch schon mal funktioniert. Dann kann ich euch das schon mal grob zeigen, wie ich mir das hier vorgestellt habe, wie das funktionieren hat. Ja? Also, auf geht's. So, den hier brauchen wir eigentlich nur einsetzen. Und ich habe hier hinten, damit ihr das auch mal seht, die Lötpunkte habe ich nochmal sauber gemacht, habe da unten ein bisschen Isolierklebeband rein, damit da nichts ans Gehäuse kommt und ich irgendwie einen Kurzschluss verursache. Und dann habe ich ein bisschen Heißkleber drüber, denn das wird jetzt hier reingepuppelt und ich möchte nicht, dass ich mir die Kabel abrupfe, denn ich habe nicht vor, dieses Ding wieder auszubauen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt hoffen wir, dass es hier auch alles reinpasst. Sonst müssen wir da noch ein bisschen nachfeilen. Aber ich glaube, ja, ich darf gerne ein bisschen strenger reingehen. So, muss bloß ganz unten sein, das ist wichtig, damit nachher die Kipperbrücke hier auch drauf passt. Jawohl, aber das sollte alles soweit eigentlich passen, dass das gerade so drüber geht. Jawohl, jetzt ist eh schon zu spät. Also, das ist drin. Kabel sind dran geblieben. Das passt. Und jetzt habe ich hier oben so Metallplättchen einfach gemacht, die hier ein bisschen mehr Auflagefläche für die Schrauben dann geben. Ja, weil, klar, wenn ich jetzt hier ins Plastik reinschraube, aber dann habe ich halt nur dieses Stück Plastik, das im Endeffekt das festhält, und so drückt im Endeffekt diese ganze Metallplatte hier runter. Das heißt, das habe ich hier vorne und hinten und dadurch kriege ich einfach ein bisschen mehr Fläche, die das Ganze festhält. So, da passiert gar nichts mehr. Wie ihr seht, das ist richtig stramm und feste drin. Den hinteren haben wir ja schon und jetzt machen wir noch schnell den hier vorne rein. So, wir schalten erstmal ein bisschen schnell nach unten. Und zwar will ich den hier vorne dran haben. Ungefähr hier. So, ich habe euch mal jetzt hier mit nach unten geholt, damit wir hier mal sehen, wo wir gelandet sind.
Ich habe es einfach mal reingeklickt und ihr seht, hier läuft jetzt der Arm mit aktuell. Der ist noch nicht festgeschraubt, das macht ja nachher im Endeffekt der Motor. Aber was wir schon sehen, hier unten muss ich im Arm ein bisschen ausklinken, denn jetzt geht er nicht ganz runter. Und wenn er nicht ganz runter geht, stehe ich hier vorne so nie über. Das würde er zwar noch festziehen, gefällt mir aber nicht, weil der halt voll auf Druck dann da immer drauf läuft. Das heißt, das muss ich noch korrigieren. Da werde ich einfach nur ein bisschen wegfeilen, wahrscheinlich mit der Rundfeile hier in dem Bereich. Und genau, jetzt müssen wir hier hinten das einfach nur einhängen. Ich gucke gerade mal, dass wir da irgendwo was schnell hier reinspreizen. Schau mal. Das will ich halten. So. Und jetzt kann ich hier natürlich mit dem Ding hier ganz genau festlegen, wann er auslösen soll. So. Hier, ja, ist ein bisschen zu weit drin, ein bisschen weiter runter gehen, so. So, so, jetzt seht ihr, ich stelle gerade mal mit hier rüber, so, jetzt seht ihr hier, wenn ich jetzt hier hochkomme, löst ihr aus und ansonsten fällt der hier einfach mit rein. So, schauen wir auch gleich, ob der zweite soweit passt. Der zweite drückt hier genau auf diese Kante, wo es hier ein bisschen tiefer ist eben. Er drückt sogar davor. Das heißt, den müssen wir gleich einen Ticken niedriger biegen. Jetzt geht es nur darum, dass der auslöst. Das heißt, der darf natürlich hier auch so rum ausschauen. Ja! Jawohl, also er löst relativ früh aus, aber ich komme ganz runter, das ist das Wichtige. Und genau, das passt. Das passt, perfekt. Dann werden wir hier noch ein bisschen ausklinken, wie gesagt, an dem Arm. Wobei, kann ich dann gucken. Ist der hier frei? Nee, brauchen wir gar nicht. Also das liegt nicht da dran. Das passt. Alles gut. So, dann werden die Endschalter schon drin. Der Arm auch, der muss noch festgeschraubt werden, aber das mache ich natürlich erst am Ende. Und dann wäre dieser ganze Ding hier schon mal okay. Und wir bleiben gleich hier unten. Denn wir wollen uns hier diese Heckklappe widmen und da ist es jetzt so, ich habe einmal hier eine Verlängerung machen wollen und ich habe hier hinten das einmal zugemacht. Also fangen wir vielleicht damit an. Hinten habe ich einfach eine ganz dünne Platte drauf geklebt, damit dieses, ja, diese Löcher alle zu sind. Dann habe ich hier diese Nasen weggeknipst. Denn das sind die, die hier einrasten und das Ganze verhindern, dass es zugeht. Und ich habe hier oben das hier einmal sauber runtergeschnitten, das und das. Denn das greift normalerweise links und rechts hier ein und verhindert aber dadurch, dass die Klappe eigentlich schon mal aus eigener Kraft einfach nur runterfällt. Ja? Das heißt, wenn ich es jetzt einsetze, so, jetzt ist es drin und auch fest. Und dann schließt die hier komplett ab. Hier sieht es nicht so aus, aber hier oben seht ihr es. Also die schließt hier einmal komplett bündig ab. Und ist eigentlich schon aus eigener Kraft. Jetzt haben wir hier aber natürlich richtig viel Material drin. Das heißt, wenn ich bergauf fahre, habe ich natürlich immer diese Gefahr, dass das Ding runter irgendwie aufgedrückt wird oder so, dass das rausrieselt. Das wollte ich jetzt nicht. Und beim Ausleeren habe ich ja immer diesen Punkt, bevor die Klappe aufgeht, und ich wollte einfach jetzt eine Zwangsöffnung, aber auch eine Zwangsschließung haben. Das heißt, bei meinem Joskin habe ich es ja mit so einer Kette
realisiert, was auch gut funktioniert als Zwangsöffnung, aber er schließt natürlich jetzt nicht zwangsmäßig. Und deswegen einmal brauchen wir hier eine Verlängerung und einmal brauchen wir hier einen Hebel nach unten. So, für die Verlängerung habe ich mir hier so Dinger gedruckt. Die passen hier rein. So, einmal nach hinten und dann sind die hier drin. Gibt es für links und für rechts. Und die werden wir jetzt hier einmal kurz festschrauben dann. Und für die Öffnung habe ich das hier. Und hier unten habe ich solche Einbrennschraubhülsen genommen. Die passen da einwandfrei rein, ohne Bohren, ohne alles. Einfach nur mit dem Lötkolben heiß machen und da reindrücken. Ich blende euch das mal kurz ein. Genau, war furchtbar einfach. Also wie gesagt, ich habe die Radkästen einmal kurz weggenommen, damit da auch ja nicht mehr um den Lötkolben irgendwie hinkommen und dann eben einmal eingepresst. Und wenn da ein bisschen Material drin ist, ihr könnt da ganz vor, also wenn es nicht mehr warm ist, ganz langsam mit dem Gewindeschneider nochmal reinfahren, dann holt ihr das Plastik da raus, falls sich da ein bisschen was festgesetzt haben sollte. Ansonsten geht es auch so, wenn das Loch groß genug ist. Ich habe bei einem ein bisschen zu tief rein, da kommt ein bisschen Plastik eben vorne raus. Genau. So, hier unten ist also jetzt ein Gewinde drin, das auch hält als Gegenpart. Und das heißt, wir können hier einmal hier das hier oben festschrauben und einmal hier unten. Ich habe hier so Gewindestangen. Ich wollte echt keine Gewindestangen. Ich habe mir lange überlegt, was ich mache, aber mit denen habe ich halt die Möglichkeit, das nochmal so exakt nachzujustieren, dass das genau schließt, ohne dass es gepresst und gezogen wird. Und genau, also wie gesagt, hier, das wird einmal hier oben festgemacht und einmal hier unten und dann läuft das hier hinten so weit rein. Das machen wir jetzt auch einmal und dann können wir es gleich testen. Aber erstmal machen wir die Dinger hier oben fest, dann geht's weiter. Soweit sieht es ganz gut aus, finde ich. Passt gut rein. Wir sind fast ganz unten. Ein paar Millimeter muss ich noch nachstellen. Das heißt, hier einfach
nochmal aufmachen, Gewindeschrauben ein bisschen rausdrehen, dass es länger wird, dass es noch ein bisschen weiter runter gedrückt wird und jo. Hup. Aber das läuft gut. Ich muss nur gucken, dass der Endabschalter auslöst, bevor ich hier so einen Scheitelpunkt erreiche. Nicht, dass der hier jetzt nach unten geht, weil dann wäre es kacke, weil dann sperrt er sich selber und beim Runterfahren würde der Kippermotor das ganze Ding hier zerlegen. Das wäre gar nicht gut. Aber ansonsten muss ich sagen, schaut gut aus. Trägt auch nicht so auf. Ich wollte es erst hier irgendwo hier außen gerade runter machen, aber das nach innen funktioniert einwandfrei und schaut viel dezenter aus, als ich es vermutet hatte. Also ich habe echt Angst gehabt, dass das so, ja, too much wird einfach. Aber ich muss sagen, so gefällt es mir echt gut. Macht einen guten Eindruck und vor allem, es funktioniert. Ja, ist noch nicht festgeschraubt. Ist wie die Reifen. Gleiches Thema wie die Reifen, aber was soll ich festschrauben? Ich baue es sofort wieder auseinander. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss die Kabel noch machen. Dann werden wir mal ausprobieren. Und wenn alles funktioniert, dann kann das ganze Ding hier endlich in die Lackierung gehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe einmal natürlich jetzt alles hingebaut und angeschlossen und angelötet. Zum anderen habe ich es natürlich auch schon einmal getestet und bin auf ein paar Probleme und Fehler gestoßen und die erzähle ich euch jetzt gleich. Aber wie gesagt, ansonsten ist jetzt soweit alles erstmal drin. Können wir mal testen. Also Endabschalter hinten. So, das ist aktuelle Einstellung für den hinteren Endabschalter. Wie gesagt, ich kann den ja ganz genau einstellen. Und unten funktioniert genauso. So, aus ist und fertig. Ja, so, hier, ihr seht, funktioniert auch einwandfrei. Das Thema mit der Heckklappe, das heißt, die macht hier schön auf, macht auch dementsprechend schön wieder zu und schließt also auch zwangsläufig, wenn ich am Berg stehe. Ja, so, was hat sich so alles getan? Ich habe das, wie gesagt, ja alles eingebaut. Der hier ist eingebaut, ich habe noch ein bisschen nachlackiert und so weiter. Hier vorne habe ich eine Schraube ausgetauscht, weil ich da hin und da mal hängen geblieben bin am Anfang. Würde jetzt nicht mehr passieren, denn ich hatte ein Problem. Die Stange ist neu, ist jetzt einfach keine Alustange mehr, sondern eine Stahlstange, denn ich habe ein bisschen Mist gemacht. Ich habe mir gedacht, ich lade das Ding mal richtig mit Blei voll. War eher so semi. Der Motor hat nicht aufgegeben, aber der Motor hat einmal die Madenschraube aus dem Alu rausgepresst und was zuvor aber passiert ist, ist, dass die Madenschraube so fest auf der Welle war, dass es mir die Welle einmal rund gedreht hat. Und ich habe nicht den Motor getauscht, sondern nur die Welle, aber ich kann euch das mal zeigen hier, wie das aussah. Also so schaut die Welle jetzt aus hier. Und ihr seht, da hat es die Madenschraube einmal über die Welle drüber gedreht. Ja, eher so semi. Wie gesagt, die habe ich ausgetauscht, die Welle. Der Motor und sonst ist alles gleich, aber die Welle habe ich ausgetauscht. So, und nachdem ich nicht wollte, dass das nochmal passiert, habe ich jetzt eine Stahlstange hier verbaut. Da hat einfach die Madenschraube viel mehr Biss als im Alu natürlich. Aber ich habe auch nicht mehr vor, das Ding so brachial zu beladen. Auf dem Parcours, wo ich fahre, ich habe meinen Sigi gefragt, sollte die Mulde irgendwo um die 3 Kilo Ladevolumen haben. Also an Gewicht dann. Das drückt auf jeden Fall, also da habe ich überhaupt keinen Schmerz. Aber wie gesagt, alles andere wird sich dann natürlich auch im Betrieb zeigen, wenn er sich auf Dauer zu schwer tut, wenn da irgendwo Probleme sind im Betrieb. Ich habe immer noch zwei Varianten. Ich kann immer noch hier irgendwas mit einem Teleskop machen. Ich kann auch den Anlenkpunkt natürlich verändern. Oder ich baue das so wie beim Volvo FMX, einfach mit einer Spindel, die das Ding nach oben presst. Da ist dann gewichtstechnisch sowieso alles vorbei. Ja, da habe ich überhaupt keinen Stress mehr. Aber ich möchte es erstmal so belassen und gucken, inwieweit ich damit klarkomme. Weil wie gesagt, geändert ist es ja dementsprechend. Gell? Wir sind ja im Modellbau und wenn es nicht passt, dann muss es halt geändert werden und angepasst werden. Also, wie gesagt, die Stange ist ansonsten genau die gleiche, nur eben in Stahlausführung, nicht in Alu. So, das ist das eine. Und dann ist hier hinten eine Querstrebe reingekommen. Die hält technisch gesehen nicht den Motor fest, sondern die presst diesen Motor hier in diese Richtung. Denn wenn der beladen ist und hier Druck drauf kommt, dann hat es den Motor immer so 2-3 mm einfach gekippt. Aber
2 mm hier unten sind hier oben gleich ein Zentimeter und dann ist es hier oben aus der Führung rausgesprungen. Deswegen ist hier eine Konterding drin. Das heißt, der Motor ist hier gegen den Rahmen gedrückt und presst sich so gesehen in die andere Richtung. Und wie ihr seht, jetzt läuft es hier von vorn bis hinten in der Schiene. Und vorher ist es so, dass der hier einfach dann irgendwann davon gelaufen ist. Was jetzt auch erstmal kein Problem war. Aber beim Runterfahren ist es dann relativ unsanft wieder in diese Führungsschiene reingesprungen. Und das hat mir natürlich dann alles nicht gefallen. Deswegen, deswegen ist jetzt hier diese Versteifung im Endeffekt mit dabei, die hier dafür sorgt, dass der Motor einfach ganz starr da jetzt eingebaut ist und kein Spiel mehr hat. Weil, wie gesagt, 1 mm unten ist halt gleich oben ein Zentimeter. Ja? So, das ist mal soweit das, was jetzt alles hier passiert ist. Soweit gefällt es mir sehr gut. Es passt alles und fürs Erste wird sich auch jetzt hier nichts mehr großartig ändern, was das angeht. Aber lackiert wird es natürlich jetzt. Das war jetzt das nächste eben große Ziel, dass ich endlich hier den Kipper lackieren kann, damit es auch schon mal in der farblichen Zusammenstellung passt. Hier unten werden die Schrauben noch ausgetauscht, da habe ich mir schwarz eloxierte mitbestellt. Ansonsten habt ihr ja gesehen, ich habe hier so ein bisschen beilackiert, einfach damit die silbernen Sachen nicht so leuchten, die Schrauben und das Ganze, dass das nicht so rausstrahlt. Hier hinten werde ich auch noch ein bisschen drüber gehen über die Kette, damit das einfach nicht so am Leuchten ist. Ja? Genau, das ist erstmal dieses hier. Weiter wird es dann gehen mit der Kabine. Da habe ich ja auch schon ein bisschen angefangen. Und dann kommt jetzt das ganze Thema Elektrik natürlich als nächstes. Und das wird nochmal ein ganz anderes Gefriemel. Ja? Also, dann bleibt dabei. Freut mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann.